So, liebe Leute, angekommen in Woche 2. Und in dieser Woche geht es natürlich darum, dass ich euch ein bisschen mehr über den Deload erzählen möchte. Da werde ich auch wieder was aufschreiben. Heute haben wir erstmal trainiert, heute früh, haben dementsprechend Beine trainiert. Und ja, lief richtig gut soweit. Und jetzt werde ich was Leckeres essen. Also es gibt immer vorm Training noch einen Shake. Danach wird dann so lecker gegessen. Also ich warte jetzt kurz auf Viola, die kommt gleich. Und ich mache jetzt bereite schon mal alles vor. Es gibt immer Omelette meistens und so selbstgemachte also Quarkbrötchen. Ja, ist richtig lecker. Also kann ich nur empfehlen. Ich mache nachher mal ein Foto und dann hören wir. Ich mache ein Frühstück hier aus. Ne? Lecker Milchbrötchen. Da gibt es gleich ein bisschen Aufschnitt. Und die sind so lecker. Also die sind echt und auch noch richtig fluffig. Oh, geil. Da viele natürlich auch gefragt haben, Tom, wie sieht eigentlich deine aktuelle Form jetzt aus? Gibt's jetzt mal ein kleines Bild und dann könnt ihr das mal bewerten. Und jetzt seht ihr nochmal einen kleinen Ausschnitt aus meinen Posing-Seminaren. Yes. So, liebe Leute, jetzt seht ihr nochmal ein Bild aus dem Training. Sieht schon ein bisschen verrückt aus, aber die Bandagen sind einfach der Hammer. Ja, Leute, ich mache mir die immer hier rein. Ne? Ist super einfach. Zack, natürlich ein bisschen Öl. Dann machen wir das Ding hier zu. Zack, da machen wir das Ding an. So, Stecker rein, zack. Und jetzt super einfach. Einfach hier, keine Werbung, ne? Aber zack. Dann auf 200 Gramm das Ganze. Zeit, gehen wir mal auf 20 Minuten. Und nach 20 Minuten. Fällig. Was ich euch richtig empfehlen kann, nicht hier Avocado zum Beispiel einfach so da reinzuhauen, sondern dementsprechend Kräutermix, tiefgefroren, so eine kleine Schale fertig machen, dann dementsprechend ein bisschen Knobi, ein bisschen Pfeffer, vielleicht ein bisschen Salz, wenn ihr nicht extra salzt, und dann schmeckt die Avocado hammergeil. Ja, liebe Leute, die letzten 2 Tage standen Seminar an. Ich hatte ein Online-Seminar. Und da ging es um eine Prüfungsvorbereitung über die EST. Ich mache da so eine Weiterbildung und da steht eine Prüfung jetzt demnächst an. Dementsprechend habe ich dann noch mit jemandem zusammen mich abends auch nochmal hingesetzt. Wir haben nochmal alles durchgelernt. Und jetzt geht's ab zum Strand. So, nach einem ausgiebigen Arbeitstag. Ui, hier gibt es übrigens auch mal Burger. That's it. Hi. Hallo. Geh mal so, ist wie im Film jetzt. Sei mal richtig gut drauf. Mach mal so die Hände hoch so. Mach mal so. Mach mal. So, dann beginnen wir mal mit dem Thema Deload. Ich habe hier mal so eine schöne Anleitung geschrieben, wie man das Ganze aufbauen kann. Wir fangen an, also wir müssen erstmal gucken, in welcher Position wir stehen. Also sind wir ein Einsteiger, ein Anfänger, Fortgeschrittener oder sogar ein Profi. Ich habe das hier mal alles schön aufgeschrieben. Also wenn ihr dementsprechend ein Einsteiger seid oder ein Anfänger, der jetzt gerade frisch ins Training gekommen ist oder jetzt zu Hause während Corona jetzt was macht oder dementsprechend zu Hause trainiert, dann kann man davon ausgehen, wenn er sozusagen ganz frisch angefangen hat, dass er ein Einsteiger ist. Ne, man kann auch sagen, bis circa bis zum 3., 4. Jahr vom Training, da ist man auf jeden Fall dementsprechend noch ein Einsteiger. Und wenn man jetzt zum Beispiel jetzt irgendwelche Anzeichen verspürt von einer Stagnation, also sprich einen Stillstand, dann kann man wie folgt vorgehen. Also ich habe das hier mal schön aufgeschrieben. Das seht ihr jetzt hier. Wie und wann sollte halt ein Anfänger deloaden? Und da gibt es ein einfaches System. Man macht das wie folgt. Also man kann das hier mal schön sehen. Man würde jetzt einsteigen beispielsweise mit Flachbank drücken mit 5x5. Also 3x die 5.
Und dann würde man das Ganze steigern auf 52,5, also Kilo, ne? Und macht dann dementsprechend 5, 5 und 3. Man möchte dann dementsprechend wieder steigern auf 52,5, 5, 5, 4. Und dann folgender Punkt. Dann will man natürlich wieder steigern und dann guckt man und sieht, okay, diese Werte sind identisch. Man stagniert. Gerade am Anfang ist das so, dass es dementsprechend viel schneller nach oben gehen kann. Also man kann dementsprechend viel schneller Muskulatur aufbauen und Erfolge erzielen. Man kann sich theoretisch fast von Einheit zu Einheit oder sagen wir für Woche steigern. Ja, und dementsprechend, falls das hier in dem Fall eintreten sollte, kann man das Ganze reduzieren. Und dann macht man das wie folgt, dass man 10% reduziert. Ne, von diesem Wert auf 47,25 beispielsweise, macht dann wieder 5, 5, 5. Von da aus steigert man wieder dementsprechend dann auf die 50 Kilo und würde von da aus neu durchstarten und würde dann dementsprechend immer wie vor oben schon beschrieben das Ganze fortfahren und würde dann am Ende dann auf 55 Kilo kommen, also sprich auf Bestleistung. Yes. Wenn wir das jetzt vergleichen mit jemandem, der schon länger trainiert, ab 3 Jahre, und vielleicht sogar auch schon Profis, also schon mehrere Jahre trainiert, da reichen die 10% einfach nicht mehr aus von der Reduktion. Deswegen gehen wir hier von einem Deload aus, der 7 Tage geht, also sprich eine Woche. Und hier wird das Volumen auf 50% gesetzt. Also sprich, das Volumen definiert sich unter Gewicht, ne, Sätze und Wiederholung. So kann man das Ganze hier nochmal sehen. Und dementsprechend können wir auf 50% verringern. Wir haben natürlich verschiedene Methoden, die man hier anwenden kann und die sieht man dann zum Beispiel hier. Reduktion, ne, Gewicht 50%, Gesamtwiederholung 0. Also wenn du merkst, du hast gewisse Anzeichen, dass deine Gelenke dementsprechend belastet sind, vielleicht sogar ein bisschen Schmerzen, deine Bänder, deine Sehnen, dass du das einfach auch wirklich über die Gelenke merkst, dann kannst du hierher gehen und sagen, okay, ich reduziere das Ganze um 50%. Ja, wir wissen Volumen, Gewicht, Sätze, Wiederholung. Also dementsprechend würden wir jetzt hier das Gewicht um 50% reduzieren. Das heißt, wir nehmen die Belastung auf die Gelenke, die nehmen wir so ein bisschen runter. Und dadurch können wir jetzt dementsprechend aber auch sehen, dass sich ein Nachteil ergibt. Und das ist, ja, dass man dementsprechend in der Intro-Week, das ist die Woche direkt nach dem Deload, einen etwas schwierigen Einstieg haben kann. Habe ich auch schon oft gemerkt, ich habe dementsprechend natürlich schon alles ausprobiert, aber dieser Einstieg kann dementsprechend schwieriger sein. Du musst dann gucken für dich, okay, habe ich Gelenkprobleme, sind da Symptome da? Wenn nicht, gibt es noch folgende Möglichkeit. Du reduzierst dein Gewicht um 0%, kannst die Gesamtwiederholung aber um 50% reduzieren. So mache ich das jetzt zum Beispiel auch, weil ich keine Symptome habe auf meine passiven Strukturen. Der Wiedereinstieg ist dementsprechend deutlich leichter. Keine Anzeichen von irgendwelchen Gelenksproblemen und dementsprechend würde man wie folgt vorgehen. Man guckt, dass man dementsprechend einige Wiederholungen pro Satz weniger macht, um dementsprechend nicht so nah ans Muskelversagen zu kommen. Das heißt, man reduziert die Wiederholung. Und das sind 2 Methoden, die man super anwenden kann. Die kann jeder anwenden. Ne? Und ihr müsst dann dementsprechend immer entscheiden, okay, habe ich passive Strukturen, die Probleme bereiten? Wenn nicht, könnt ihr dementsprechend auch die andere Methode wählen und seht dann hier auch die Vor- und Nachteile. Ne? Was man natürlich auch noch machen kann, was auch noch ein wichtiger Faktor ist, dass man halt auch Deloads reaktiv und geplant machen kann. Also zum Beispiel geplant nach x Wochen. Also beispielsweise nach der 4. Woche hast du immer fest einen Deload eingeplant. Oder halt auch erst, wenn Symptome auftreten. Ne? Der Nachteil natürlich auch, wenn man das jetzt die 2. Variante macht, also wenn erst Symptome auftreten, kann das meistens schon zu spät sein. Und natürlich auch die Selbsteinschätzung ist ein bisschen schwieriger. Ne? Wenn man das jetzt natürlich plant nach x Wochen, dann kann das natürlich auch sein, dass dementsprechend auf einmal der Schlaf dann doch schlechter wird oder dass der Deload noch gar nicht benötigt wird, ne? Dass die Overreaching-Symptome, also die Belastungssymptome, noch gar nicht vorhanden sind. Also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, also beide Varianten haben natürlich ihre Vor- und Nachteile, dass man ein gewisses Zeitfenster setzt, also zwischen 4 bis 8 Wochen, in dem du auf jeden Fall deloadest. Das sollte man sich festsetzen. Und natürlich, wenn du ein sehr geregeltes Leben haben solltest, wäre natürlich auch die 1. Variante zu empfehlen. Das kannst du dann dementsprechend einfach an dein Training anpassen, dass die Symptome genau nach der x-ten Woche sozusagen auftreten. Also sprich, du musst dann dein Volumen perfekt darauf anpassen. Ne?
dass dann auch diese Belastungsanzeichen dann kommen, damit dieser Deload dann dementsprechend vorgenommen werden kann. Und es gibt noch einen weiteren Faktor, da würde ich nächste Woche noch ein bisschen mehr drauf eingehen, aber das Ganze, denke ich, kann dir jetzt da draußen auf jeden Fall schon weiterhelfen, wie man sowas gestalten kann. Ja? Wenn du natürlich irgendwelche Fragen hast, ab damit in die Kommentare, lass gerne einen Daumen da und dann sehen wir uns nächste Woche. Dann umhüllen wir das Ganze noch so ein bisschen. Ne, ich gehe nochmal auf Deloads global versus lokal ein. Ne, die Dauer hatte ich ja schon gesagt, dass man das dann auf die 7 Tage machen kann. Meistens nimmt man sich da wirklich 7 Tage vor. Und man hat halt auch die Vorteile, dass man dementsprechend nochmal die Technik verfeinern kann. Ne? Die Regeneration wird natürlich in dieser Woche extrem gefördert. Ne? Bewegungsmuster dementsprechend nochmal optimieren. Ne? Und im Deload hat man natürlich auch den Vorteil, man trainiert, man ist nicht ganz aus dem Training, man verbrennt natürlich noch ein bisschen Kalorien und das hat natürlich dementsprechend auch viele Vorteile. Das mal dazu und ich hoffe, das Video hat dir gefallen, es hat dir weitergeholfen und dann sehen wir uns im nächsten Video und schalte gern wieder ein. Bis dahin!